willkommen beim BW1 Jahresrückblick 2010. Kommunen in Finanznot, Missbrauchsfälle und der Jahrestag eines Amoklaufs. Diese und weitere Themen haben die Menschen im Land im vergangenen März beschäftigt. Lange ließ der Frühling 2010 auf sich warten. Als es dann endlich soweit ist, entdecken viele Kommunen die eigene Finanzarchitektur gleicht einer Baustelle und Ruinenlandschaft. Der Marsch zu ausgeglichenen Finanzen wird schwer. Denn durch die Krise fehlen, das weiß der Gemeindetag, überall Gewerbesteuermillionen. Zudem wachsen die Ausgaben und damit auch die Finanzlöcher. Die Städte und Gemeinden haben dieses Geld eben nicht verpresst oder sinnlos ausgegeben, denn die Städte und Gemeinden haben in Zeiten guten Geldes tatsächlich die Schulden gesenkt, die Rücklagen erhöht. Zu Buche schlagen Aufgaben wie 33% Kinderbetreuungsplätze, die Bund und Land den Kommunen bis 2013 verordnet haben, auf deren Kosten. Um dies zu finanzieren und auch dieser Generation eine Zukunft zu sichern, werden jetzt überall drastische Sparmaßnahmen diskutiert. Auch eine solche CD sorgt im März bei so manchem Bürger für Diskussionsstoff. Der Datenträger enthält rund 1700 Namen von Steuersündern, die ihr Geld am Finanzamt vorbei nach Liechtenstein geschafft haben. Die Daten sind illegal beschafft. Sie stammen von einem Liechtensteiner Bankangestellten. Jetzt wird im Land heftig über die Rechtmäßigkeit eines Datenankaufs gestritten. Früher hat man schon mal gesagt, der Hehler ist schlimmer wie der Stehler. Und das, wenn der Staat von den Bürgerinnen und Bürgern die Einhaltung der Gesetze fordert, dann muss er sich selber auch dran halten. Das Land wird die CD nicht kaufen, aber der Bund, und der gibt die Daten weiter. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet später, die Daten der Steuersünder dürfen verwendet werden. Im Finanzministerium gehen in Kürze viele hundert Selbstanzeigen ein. Insgesamt sollen über 100 Millionen Euro aus Kapitalerträgen nachgemeldet worden sein. Am 11. März jährt sich der Amoklauf von Winnenden und Wendlingen. Damals säumte ein Großaufgebot an Rettungskräften, Polizei und Sondereinsatzkommandos den blutigen Weg, den der 17-jährige Tim K. an der Albertville-Realschule und im Industriegebiet von Wendlingen hinterlassen hatte. Dort starben 9 Schüler und 3 Lehrerinnen. In Wendlingen, wo sich Tim K. später selbst richtet, lassen 3 weitere Menschen ihr Leben. Am 17. März 2010 ist der Bundespräsident in Winnenden zu Gast und sucht vor Angehörigen und Anwesenden nach tröstenden Worten. Wir können die Toten nicht wieder lebendig machen. Sie kommen nicht mehr heim, aber sie leben fort in der Erinnerung ihrer Familien, ihrer Freunde. Und könnten wir sie fragen, sie würden wohl antworten, behaltet uns lieb. März 2009. Der bundesweite Missbrauchsskandal an Eliteschulen und kirchlichen Einrichtungen erreicht auch das Land. Beispielsweise die Erzdiözese Rottenburg-Stuttgart. Auf 30 Verdachtsfälle von Übergriffen ist die Kommission für sexuellen Missbrauch für die 50er bis 70er Jahre gestoßen. Die Kirche erlebt derzeit eine Glaubwürdigkeitskrise, wie sie seit Generationen nicht mehr gesehen wurde. Auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist davon nicht ausgenommen. Das erfüllt mich mit Trauer, mit Scham für die Täter und mit tiefem Mitempfinden für die Opfer. Ich betone zum wiederholten Mal in aller Deutlichkeit, dass sexueller Missbrauch gegenüber wem auch immer, in besonderer Weise aber bei Kindern und bei Jugendlichen, ein verabscheuenswürdiges Verbrechen ist. Ich habe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart alle gebotenen Vorkehrungen getroffen, um jeden Verdachtsfall aufzuarbeiten, die Schuldigen zu bestrafen und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Im Laufe des Jahres werden landesweit immer mehr Vorfälle dem Schatten des Verschweigens entrissen. Das war der BW1 Jahresrückblick für den vergangenen März. Morgen gibt es den April. Ich verabschiede mich für heute. Auf Wiedersehen.